recht herzlich noch dazu eingeladen. Divels ist jetzt auch stimmlich am online, an Bord wollte ich sagen, ich kam bloß nicht aufs Wort. Onboard aufs Wort, das reimt sich. Hey, cool. Genau, und wie schon gesagt, er hat eigentlich die ganzen Tiere und so weiter getamed. Mit Hilfe teilweise. Nicht Und alle. nicht alle, aber viele, genau. Und das ist halt Endgame-Content, wo wir uns oder wo ich mich jetzt bewegen darf, dank seiner Hilfe. Muss man ganz offen und ehrlich sagen. Guckt es einfach an. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Spaß am Dark and Light. Wenn ihr das Spiel gerne mal ausprobieren wollt, das gibt es auf Steam relativ günstig zu kaufen. Und ihr könnt gerne den Server Knight, EU Knight 59 joinen. Da ist er unterwegs und da könnt ihr euch gerne so ein bisschen was angucken. So, lange Rede, kurz Sinn. Wir sind bei 97%. Und wir schauen mal. Was wir machen könnten. So. Passt. So, was ich jetzt eigentlich machen möchte, ich schnappe mir hier wieder das dicke, fette Bahamut. Was habe ich überhaupt für Rüstung an? Ich habe dir mir erlaubt, dir mal alles Mögliche als Ausstattung zu geben und den Ah, Rest okay. in deinem Schrank. Gut, ne, ich hatte war schon im Schrank drin und hatte mir dann das letzte Mal was Ich habe dir. rausgenommen und wieder reingenommen. Ich habe dir da was Neues zusammengestellt, eine Komplettausstattung mit alles im Schrank, das ist der Sehr Rest. schön. Aber ich habe wieder so eine komische schwule Klampfe hinten drauf. Ist egal. Macht aber auch Sinn, weil du so mehr tragen kannst. Ja. So, also wir nehmen hier diesen dicken. Gucken mal, ob er leer ist. Es gibt so Leute, die stellen den voll ab. Gut. So. Und dann nehmen wir den, dann holen wir uns nachher den netten Windrider und dann ziehen wir noch mit einem Pirigreif los. Hallo, David. Nimmst zwei mit Ja. zum. Ja klar, wie du willst. Und dann fliegen wir zu meinem schönen Berg, wo ich gerne farme. Also das ist eine Stelle, wo ich gerne farme. Wo hatte ich auch eine Hütte? Hatte ich mir eine schöne Wasserbasis gebaut, aber irgendwie hat das Spiel gesagt, nö. Ich bin mir immer noch nicht sicher, dass das vom Spiel war, aber normal kann im Moment keiner was abreißen bei diesen hohen Downtime-Zeiten. So, ich werde euch natürlich dann mal hier zeigen, was er so. Oder wenn ich darf, kann ich euch mal zeigen, was er gebaut hat. Hat. Du kannst gerne zeigen, was du möchtest. So, aber ist das Stream jetzt noch online? Ich sehe dich im Stream, naja. Okay, bei mir hängt nämlich das Stream gerade. Ja, Aber ich alles ruckel gut. ein bisschen die Übertragung. Okay, aber ab morgen, Leute, habe ich für euch eine neue Internetleitung. Ach ja. Ja, genau, da habe ich übertrage ich mit wesentlich mehr. Und mal gucken. So, du hast den kleinen, dann nehme ich den großen hier einfach. Ja, ich bin ja klein noch am Leveln. Die Seele ist zwar gezogen, dann könntest du auch nehmen zum Leveln, aber du levelst ja nicht damit im Moment. Ne? Nee. Schau nur nach, ob ich sie auf Defense oder sonst was umgestellt habe, nicht, dass du da Probleme bekommst. Das stimmt, da leckt ein bisschen das Stream. Viel Danger. Ja, dann steht auch da. Und dann nehmen wir noch den anderen. Warum leckt das so? Wer weiß. Disconnected. Gehen wir hier aus dem TS noch raus. Ich habe auch eine Übertragungsrate von 2,7. Eigentlich sollte das passen.
Hängt ein bisschen da. Wahrscheinlich ist es grafisch halt relativ auf. Also es ist halt Unreal 4 Engine und ich denke mal, dass da langsam auch sicher dann auch die Grafikkarte oder so. Auch im Moment noch bei dir alles möglich, falls du den Sound anders. Da wir so viele Türme haben, wird fortwährend gerendert, während du in der Station bist. Also das kann durchaus sein. Aber kleiner Tipp, drück mal auf deiner Tastatur, falls du es noch nicht getan hast. Auf deiner Tastatur Handboard die Plus-Taste für die Konsole. Dann kriegst du einen T Punkt ja. Max PS. Leerzeichen 30, Enter. Okay. So reduzierst du zumindest jetzt schon mal das Spiel auf 30 FPS. Das Spiel ist für mehr ausgelegt, aber die Entwickler haben es so blöde hergestellt, dass sie selber sagen, mach 30 FPS, weil du dann auch beim Schlagen eine aktuelle Hitrate hast. Sonst bist du immer zu langsam. Dir fehlen Schläge bei höheren FPS, egal was die Karte kann. Sehr schön. Was wollten jetzt Folgen? H oder? Nee, der M. M. Oder B. Eins von beiden. B? B habe ich gar nicht. Alles außer N. Ja, müssen wir doch neu belegen. Das funktioniert nämlich gerade nicht. Aus irgendeinem Grund. Nee, machen die öfters mal. HS greift mein Ziel an. Mir nach, nee, will ich nicht. Geh, Körper ziehen will ich auch nicht. So, eigentlich war das B oder M? Ja, ich mach das auf B. Speichern, folgt mir, genau, B. Jetzt sehr schön. So, jetzt habe ich alle und jetzt müsste es eigentlich dann funktionieren. Ich habe verpasst. Könnte aber sein, dass die dich hier zwischendurch stören, wenn du mit zwei farmst, dass die sich gegenseitig im Nacken sitzen und du kannst sie nicht bewegen und stacken die. Das hatte ich schon mal. So, jetzt habe ich den dicken. Habe ich den dicken? Nee, habe ich nicht. Komm, Dicker. Aber mit Barmut kann man ja alles schön an der Seite stellen, die Mobs. Läuft eh keiner. So, und jetzt fliegen wir rüber. Also machen wir eigentlich Folgendes. Wir fliegen hier oben auf so einen kleinen Berg. Da fange ich mit Eisen an. Ach nee, brauche ich nicht. Ich fliege direkt drüber. Zu meinem schönen Farmberg. Da passt das. Also Dark and Light ist halt so eine Art Überlebensspiel. Also ist nicht eine Art, ist ein Überlebensspiel, wo man halt wirklich mit nichts anfängt und dann halt sich was bauen muss, ne? Wenn ihr dann Lust und Laune auf mehr solche Videos habt und es nicht so leckt, wenn ich morgen eine andere Leitung kriege, kann ich auch gerne mal euch zeigen, wie man startet in dem Spiel. Als Vergleich. Wenn ihr Lust darauf habt. Können wir mal einen Streamtag dafür opfern. Und vielleicht macht unser netter Devils auch mit. Neuer Server, neuer Start. Bloß mal so zum Antesten, zum Zeigen. Genau. Vielleicht so ein, zwei Stunden reinspielen, weißt du, und dann das wieder umswitchen. Es wird schwerer werden, als den Endcontent zu spielen. Das ist richtig. Auch zu zweit macht es halt mehr Spaß. Ja, wenn dieser Spruch kommt, ich bin schon wieder tot, als Echo erschallt, ich weiß.
Ich weiß, wo ich mit dem Spiel angefangen habe. Als Mensch, was jetzt auch die Rasse ist, bin ich rausgegangen und in der Menschenstadt hast du halt gleich diesen Spawn von den Meteoriten. Und das Erste, was war, ja, da wurdest halt instant umgehauen. Ja, das Also ist ja sozusagen. immer noch so, Ja. dass der Spawnpunkt da ist. Man kann aber vieles umgehen. Also sie haben ja wenigstens schon mal geschafft, dass sie nicht mehr diese High-Level-Mobs angefangen haben. Es leckt tatsächlich etwas, muss man sagen, aus irgendeinem Grund. Entweder zieht irgendwas ein Update, dass meine Leitung ein bisschen schwach ist gerade. Mal gucken. Eigentlich nicht. Doch. Zumindest CPU. im Stream her sieht es aus wie unter 25 Frames. Kann man sich die Wenn ich FPS hier anzeigen lassen? messe, von Steam ja, in Twitch keine Ahnung. Ich meine jetzt hier im Spiel. Ja, über die Steam-Plattform. Kannst du es dir dann oben links, rechts sonst wie einblenden lassen? Okay, na gut, das probieren wir. Das probieren wir jetzt nicht. So. Also bei mir ruckelt es halt im Spiel gar nicht. Gibt auch einen Konsolenbefehl, den ich aus dem Spiel nicht weiß, aber können wir gleich schon mal. Ich vermute allerdings, dass du mit 30 Frames spielst, Jetzt wie wir es gerade umgestellt haben. Und dein Stream. Manchmal sieht er super flüssig aus und dann hackelt er wieder. Das ist mit Sicherheit von deiner Leitung. die überträgt mit 2002, ja, diese bricht ein bisschen ein, sporadisch. Na gut. 2,7, jetzt 3,7, jetzt müsste es eigentlich flüssig laufen. Ja, die ein bisschen wackelig. So, wir fangen einfach hier an, wo ich jetzt bin. An dieser Stelle, weil wir nehmen jetzt hier alles mit. Wir setzen den jetzt hierher und setzen den jetzt auch hierher. Ja, dein Stream ist noch nicht so weit. So, ich greife aber aktuell wirklich bloß mit dem Bahamut an und nicht mit den Vögeln. Und man hat halt, wenn ihr halt die Chance habt, so irgendwie so ein Vieh zu bekommen, so ein Bahamut, relativ früh im Anfangskontent, versucht euch den halt wirklich zu tamen, mit Blaubeeren von mir aus oder mit Gras, egal welches Level das ist oder wie lange das am Anfang dauert, es ist auf alle Fälle sehr hilfreich, was zu fahren. Finde ich zumindest. Das ist nun mal der einzige Mob, der alles einsammelt. Das ist ein riesengroßer Staubsauger. Und der holt halt auch Stein und Holz und Garn und Blaubeeren und Gras. Aber ich kann halt die komischen Viecher, wenn ich da auf. Defensiv ist, die greifen nur an, wenn ich angegriffen werde, oder? Sobald du Schaden nimmst, würden sie kurz eingreifen, ja. Ja, dann stellen wir es auf defensiv. Sobald du drauf sitzt, machen sie gar nichts, ne? Nee, ich habe jetzt Bahamut, sitze auf dem Bahamut, wenn er halt angegriffen wird. So, dann. Ja, greift jetzt nämlich hier unser lieber guter Ubarna mit ein.
vor allem ist der wendiger als der Wind. Ja, das stimmt. Und macht weit über 700 Schaden. Also wie schon gesagt, aktuell ist glaube ich auch nicht möglich, diese Mobs ohne weiteres zu tamen. Daher ist es wirklich halt Endcontent und ja. Wenn da Fragen bestehen, wenn euch also so eine Art von Video gefällt, lasst einfach ein Follow da oder lasst es mir mal wissen. Dann kann ich auch ein bisschen mehr auf Dark and Light eingehen. Kann man auch mal die aktuelle Situation erklären, wie man sich Genau. tatsächlich mystischen oder wie auch immer, es gibt von verschiedenen mystischen, ja, wie man die wirklich zählen kann und welche Vorbereitungen vor allem nötig sind, die sehr, sehr zeitaufwendig sind. Darum macht es halt auch wirklich Sinn, sowas mit einer größeren, ja, mit mehr Leuten zu machen. Ne? Das muss man ganz einfach offen und ehrlich sagen. So. Die Leute nicht vergraulen, aber wenn man einen dieser riesigen Mobs tatsächlich sich besorgen möchte und fängt bei null in den Vorbereitungen an, dann dauert es von Anfang an, um alles herzustellen, was man braucht, mindestens solo 4 Wochen, bei Spielzeit 8 Stunden täglich. Weil es nicht nur um den Vogel geht, es geht um das Zubehör, um das Futter, um bestimmte Werkzeuge, die man benutzt, Pfeile, die man benutzt. Das ist sehr, sehr aufwendig. Da kann ich nur zustimmen. Und soll ich euch was sagen? Ich habe dafür keine Geduld. Ich bin lieber einer, der halt Indies rennt. Das werden wir aber auch noch machen. Ich denke, da freut sich unser lieber großer Deibels drüber. Ich nie. Ich dachte, das ist hier so ein Aufbauspiel, wo man nur baut. Ja. Gibt auch Dungeon in dem Spiel. Und es gibt auch PvP, aber naja, brauchen wir halt mehr Spieler. So, Schwefel, brauchst du Schwefel? Weg damit. Im Moment ist Steine. Und wenn er Erze findet, mit Holz? alles. Holz, ja, Stroh, Gras nicht. Gras, da bin ich immer selber im Moment, weil ich am Düngen bin. Okay. Also kann alles absenken. Damit du da oben nicht so ein Kauderwelsch hast, zieh dir einfach die Wasserpullen und den Schlafsack in der Handseile, dann sitzt du da oben raus. Soll ich das Rare-Gras mitbringen? Du brauchst es auch nicht mehr. Nein, 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 nein. Es gibt dieses ganz bunte Gras, das macht aber nur Sinn, wenn man 250 Stück zusammenbekommt. Daraus kann man dann diesen, ich nenne das jetzt mal Superdünger bauen. Es gibt eine Option, genau dieses da, was du jetzt weggedrückt hast. Es gibt eine Option von Dünger halt, die noch länger hält als eine Produktion, ist aber viel zu aufwendig, um sie extra zu farmen. Man macht es nebenbei. Geht Gras sammeln, guckt, ob man 250 Stück hat, baut einen Teil und den Rest baut, setzt man noch. Soll ich da Fell mitbringen? Wolfsfell? Kannst du mit. Du brauchst gar nichts von dem ganzen Schrott mitbringen. Schrott. Hallo? Meine Blaubeeren. Blaubeeren, kein Thema, ja. Dafür haben wir einen Schrank. Bringe ich dir mit, Aber wenn du willst, auch. Tierzeug und so haben wir Schränke voll, was heißt voll, wir verwenden. Haben wir es weg. Geil. So, Blaubeeren lassen wir hier auf dem Bahamut. Ne, lassen wir einfach da. Schmeißen wir den Bahamut rein. Ach, ich will nicht da drauf. So. Voll. Ich will doch nicht. Jetzt hebe ich Stroh wieder auf. So, gehen wir mal wieder runter. Ach, komme ich nicht runter. Das ist halt das, was Dalwitz am Anfang gemeint hat. Manchmal behindern sich diese Viecher dran. Ja, und das stimmt. Dann brauchst du eigentlich nur ein Stück weglaufen. Die sind alle im Follow. Wenn du Glück hast, befreien die sich von selbst. Das heißt, du gehst einfach runter und
Nimmst deinen Bahn und im Follow und irgendwann kommt dir das nach. Wenn du Glück hast, befreien die anderen sich dann auch selber. Dann braucht man nicht versuchen, sie von Hand zu sortieren. Aber wenn man da Pech hat, sitzt man gerade auf und man ist wieder. Ja, das stimmt. So. Wir nehmen hier halt wirklich alles mit, was hier so rumliegt am Anfang. Werden jetzt halt einfach den Berg komplett hochrennen. Ich denke mal, es werden alle Viecher voll sein. Und dann drehen wir wieder um. So. Das ist eigentlich das Schöne an dem Baum. Der nimmt alle Sachen mit. Ne? Ist Genau. kaum noch eine Anzeige, ist das PC. Das heißt, die Leute sehen gar nicht, was tatsächlich gesammelt wird, weil immer nur 4 bis 5 Sachen eingeblendet werden. Vielleicht solltest du mal erklären, was eigentlich gesammelt wird. Ach so. Das würde ich nicht machen. Also was ich jetzt sammle, sind halt ja, Holz und Steine und Garn. Ich weiß nicht, Garn nehme ich irgendwie immer mit, warum auch immer. Das ist eine Angewohnheit von mir. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, verschiedene Baustile zu bauen. Also das heißt, es fängt halt mit Stroh an. Ne? Oder wie kam ich jetzt da hin? Muss ich überlegen. Fertigkeiten. Genau, das fängt halt mit Arbeit mit Stroh an. Da geht es um Holzarbeit, Steinarbeit, Eisenarbeit und bis zum Herrenhausstil. Herrenhaus ist das, was jetzt hier der nette Deiwels baut. Und dafür brauchen wir halt wirklich Unmengen Material. Also, das ist jetzt für welche, die gerne farmen, ist das ja Herrenhaus das Nonplusultra. Es hat auch die höchste Haltbarkeit und Sieht passt auch geil aus. stylisch zu Hause. Ja. Und darum nimmt man halt das Viehzeug, also das Viehzeug, diese Tiere, diese netten, und geht halt damit farmen, weil man das eigentlich händisch sehr, sehr schwer mittlerweile tragen kann. Beziehungsweise ist das unmöglich, damit genug zu farmen, ohne Hilfsmittel wie die Tiere. Dabei geht es nicht um die Kampfkraft, sondern um das, was sie an Menge tragen können. Genau. Spiel startet, wenn ich das richtig erinnere, kann man 100 Kilo oder was auch immer tragen. Ist das Das richtig? ist nicht viel. Das ist ein Steinstapel, den du langsam zuhauf weggepackt hast. Genau. Das ist wirklich nicht die Welt. Ne? Aber man fängt fairerweise am Anfang auch mit Holz an, beziehungsweise mit Stroh an. Und Stroh ist halt relativ leicht. Stroh und ein bisschen Holz. Ein, zwei Steine fängt man halt an und baut sich dann halt sein erstes Hütchen. Und arbeitet sich halt dann hoch. Endlevel ist 60. Ich bin halt aktuell bei 58, weil ja, ich habe dann halt Plässe angefangen. Weil er faul ist. Unter anderem. So. Den Rest können wir eigentlich alles einmal entsorgen.
da mal so ein Tipp, wenn du so eine riesen Tasche voll hast, die du droppen möchtest, ne? Du machst das ja vermutlich auch mit der. Was Steuerung und machst D. du? Ja, ich drücke hier nur eine Taste, um dauerhaft die rauszuschmeißen. Aber wenn du währenddessen mit der Maus einfach über die Felder fährst im Kreis, droppt der dreimal so schnell wie über eine einzelne Taste. Okay. Also Ja. normalerweise brauchst du auch nur die Taste festhalten beim Rauschen. Ja, Hm. rückwärts. Ich habe halt mal was Stein getroppt. Aha. Ich kann es ja mal suchen, ob ich es finde. Ich hab's nicht gesehen. Wie ein Paket Steine oder was? Nein, ich habe es gefunden. Eins, zwei. Das kann ich mich nicht mehr bewegen. Schwefel, Schwefel. Gut, das war's. Nicht fest. Den Kohl. Doch, das ist ganz wichtig. Okay. So, der Kleine hier ist gleich voll. Noch 1000, dann ist das erledigt für den. Dann können wir, glaube ich, das Bahamut noch einmal voll machen und dann war es das eigentlich auch schon. Weil wir wollen ja zurückfliegen und nicht zurückkriechen. Jetzt Müsste droppe ich den Scheiß schon wieder. beide Vögel voll? Nee, weil der Windreiter muss ja das Bahamut tragen. Wenn ich das Bahamut voll habe, dann Okay. kriegt der Windreiter den nicht mehr getragen. Der kann 6000. Ich muss fairerweise sagen, ich habe hier natürlich sehr viel Blaubeeren. Die werde ich nachher ein bisschen was noch droppen. Weil ich glaube, so viel Blaubeeren brauchen wir nicht. Prost. Gut, ich soll sie nicht droppen. Er möchte eine Blaubeertorte nur für mich machen. Selbstredend. Aber was man ein paar aufpassen muss, man darf mit dem Vieh nirgends runterfallen. Das wäre der sichere Tod für das Tier. Nur so lange wie drauf sitzt. Ach so. Also absteigen, so dass nur ich sterbe. Ja, du wirst sowieso in der Schräge kaum einen Fallschaden bekommen. Aber wenn du jetzt am Rand runter gehst, wirst du wahrscheinlich gar keinen Fallschaden mehr kriegen. Du Okay. müsstest schon. Ja, so eine Klippe. Ja, doch. Also. Aber das Vieh selber meistens nicht. Also uns ist es passiert, aus höchster Höhe ein eigenes Tier fallen zu lassen und es ist gar nichts passiert. Wobei ich da fairerweise sagen muss, vom Patch zu Patch waren Unterschiede da. Man Also kann muss es ich es nicht trotzdem. ausprobieren. Heißt das. Lieber nicht, ne? Ich würde sagen, es dem Zufall überlassen. Wenn es passiert, ist halt so. Also wenn du mal so dickes Also, Tier in See fallen lassen möchtest. Nein. Man kann aber auch die ganzen Tiere sichern. Gibt solche schönen Seelensteine dazu. Das heißt, die stellt man sich her und dann kann man sagen, hey Tier, du bist jetzt meiner. Und ja, damit sind die gespeichert. Das heißt, wenn die jetzt mal aus irgendeinem Grund sterben sollen, weil sie von gegnerischen Spielern angegriffen werden, getötet werden, oder weil man halt unachtsam war und die halt fallen lassen hat, sind sie doch Schaden genommen haben, kann man die halt wieder sich zurückholen, wieder zurückbeschwören. auch nicht ohne weiteres, ne? Nee, es ist alles mit Arbeit verbunden, aber das besteht halt die Möglichkeit. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass sowas wie ein Instant Spawn so zurück. Ich habe meinen Mob.
Ich sag bei dir, dass ich so sehe, da ich ja sonst nie mit dem Bahamut gehe, ich mache ja alles von Hand. Die Ausbeute auf so einem Berg ist natürlich eine schöne Sache. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn du fragst, was du holen sollst, schicke ich dich auf drei Spots zum Vulkan, zum Mithril und Kupfer holen. Hätte ich Oder mal meine Klappe gehalten. bei uns ganz in der Nähe, den kennst du vielleicht sogar, den Kupferberg bei den Zwergen. Sagt dir das was? Ne, das machen wir dann. Du musst mir das dann zeigen. Das ist kein Ding. Das ist ganz nah, das ist hinter den Stellen von. Hallo, du. Das ist der Nachteil halt, wenn man mit mehreren Fliegern unterwegs ist. Wir früher immer mit zwei Greifen losgedüst, ohne Bahamut, und seit die haben sich schon manchmal bescheuert angestellt. Das Schöne ist, dass ich jetzt nicht mehr wegkomme. So. Komm. So. Das ist manchmal ein bisschen tricky. Also die Ausbeute ist schon, ja. Sehr angenehm. Das habe ich wohl früher, halt, wo ich hier unten meine Basis hatte, auch gerne gemacht. Wirklich mit meinem Bahamut. Ich hatte ja bloß einen Bahamut und was hatte ich noch? Und Pferd in dem Fall. Bin ich hier losgegangen, habe die halt voll gemacht, alle beide, und bin dann runtergegangen. Das war halt für Ja, das mich. ist einer der besten Berge da. Ja. Damals sehr effektiv, so ein bisschen was von den Blaubeeren gleich droppen. So, also der Vogel ist jetzt voll, den können wir nicht mehr benutzen. Das heißt, kann ich schon benutzen. Du brauchst ungefähr 170 Gewicht offen, um selber noch aufsitzen zu können. Plus Barmut. So, ich habe meinen Steinschrank mal geleert. Könnte ja sein, dass einer Steine bringt. Wer auch immer das sein soll, Ja, kann ich genau. mir gar nicht vorstellen, dass einer Steine so mitten in der Nacht Steine bringt. Warum auch? Keine Ahnung, bis jetzt hat es nie einer gemacht. Ja, doch einer, so ein Depp, der lockt hier manchmal ein, nimmt sie wahr und holt da Sachen ran. Arschgeil. Weißt du, wenn Ich dann. war, ich habe dann erst gar nicht gemerkt, was du da getrieben hast. Ich habe da mein Brötchen gekocht, weil ich bin jetzt jeden Tag da immer Futter am Kochen für das Mystische halt, ne? Zwei Felder angelegt und renne in die Ecke rein und denke mir so, soll das bescheuerte Bahn hier. Aber stell das ruhig auch oben ab, ne? Da oben ist Futtertrog und das sind alle wichtigen Tiere. Also kannst du ruhig da oben weiter abstellen. Und habe mir immer noch nichts beigedacht, bis ich da in den Schrank gegangen bin, an den Ladeschrank. Und so, oh, das ist nice. Das ist jetzt ein Tier, weil das was drin, was ich tatsächlich mal gebrauchen kann. Und es konnte es nur du gewesen sein, weil ich die anderen beiden, die sind insofern erstmal raus, weil ich will verhindern, dass ich nochmal so veräppelt wurde wie vor kurzem. Also sind die beiden raus und bei einem Fehler im Anklicken sind alle Tiere nach oben gekommen, die auf Defense standen und haben die beiden getötet. Ups. Das heißt, die liegen noch nicht mehr da an der Tische, die werden in der Stadt irgendwo auftauchen. Ist egal, wenn sie reinkommen, werden sie sich entweder melden oder lassen. Und daraufhin habe ich dir die ganzen Sachen erstmal zugeschustert, weil du bist der Einzige, der reinkommt. Du bist auch Admin, kannst also alles Mögliche machen. Alles gut. Jo. Ja, vor allem habe ich dir mal ein paar gescheite Werkzeuge da gegeben, damit du das kannst. Da können wir gerne mal was zusammen unternehmen. Was zusammen machen. Ah, da finden wir schon eine Lösung. So, wie schon gesagt, ich will halt mal gucken, dass vielleicht ein Dark dann ja mal Dark and Light nebenbei streamen und mal. Also machen wir verschiedene Spiele antestet, weißt du?
irgendwann mal Lust haben, gehen wir mal zusammen in die Inselinstanz, nehmen die Leute mit. Genau. Die dürfte am einfachsten sein für uns beide, weil die Vorbereitungen nicht so elend groß sind. Ne, da können wir mit den Dunkelstein-Sachen reingehen, ein paar Bogensachen mitnehmen, ein paar Tränke machen und fertig ist der Rüstung. Ich habe schon wieder vergessen, was wir alles brauchen, also kann nur lustig werden. Wo? Ja, alles gut. So. Jetzt fangen wir an und droppen ja wieder Gelumber. Ah, Eisen. Was du dir auch angewöhnen könntest, ist eine Dingens mitzunehmen, wie so eine Funze, so eine Lichtgeschichte. Weil dein Stream wird sehr dunkel. Okay. Wenn dunkel ist. Auch wenn du selber es zum Spielen nicht brauchst, aber so zum Übertragen. Wenn das kann ich auch machen. So, jetzt gucken wir mal. Das. Blumen brauchen wir auch nicht. Schwefel. Äpfel lassen wir auch mal. Das stimmt, es ist ganz schön dunkel jetzt. Weil jetzt gerade Nacht, da ist es wirklich so dunkel aktuell. Ja, ich muss dann unbedingt mal Licht machen für euch. Ich glaube, die kannst du in der Tasche sogar mit den Brocken bauen, die du sammelst. Irgendwie funktioniert gerade das Tier nicht. Er baut gerade einen Stopp. So, das ist wahrscheinlich voll. So, jetzt müssen wir noch das Zeug rüber. Und das, was haben wir jetzt hier noch drin? Äpfel, Äpfel und das Holz. Ja, passt. So, dadurch, dass wir jetzt hier oben angekommen sind und mein Bahamut hat ein Gewicht von, warte, jetzt gucken wir mal. Oder mein Bahamut hat ein Gewicht von. Ach, ist nicht so schwer, 2000 und da geht das.
Das heißt, ich muss bei den einen aufpassen, also bei den Windreiter, wo ist er denn hier? Bei den da drüben. Dass ich da noch 2000 oder knapp 3000 Platz habe. Wenn ich das habe, kann ich halt das Bahamut ohne Probleme tragen und muss nicht langsam sein. Open, so. Muss ich erstmal gucken, wie es wieder zurückging. Ah, ich glaube hier. Ist wirklich sehr dunkel, kann ich vielleicht ein bisschen heller machen. Option. Grafik. Nee, eine reine Hellmach-Option gibt es nicht. Ne, leider nicht. Gibt es nur über die Grafikeinstellung. Ja, da ist der Stream halt ein bisschen dunkel gerade, aber na, was soll's. Light macht es manchmal Sinn, den Hauptgamma vom Desktop ja auf 1,3 zu stellen. Dann sieht man nachts genug. Das kann man ja dann wieder, wenn man nicht mehr spielt, wieder runterdrehen. So, jetzt gehen wir halt noch den Berg runter, machen das nochmal voll. Es wird zwar wahrscheinlich nur Holz werden, aber na gut, das ist dann halt so. So, ist immer noch ein bisschen dunkel, glaube ich. Ja. Ja, wir haben aber gleich wieder früh und das heißt, ihr seht dann den Stream wieder etwas heller oder das wieder alles etwas heller. Aber könnt euch mal diesen schönen Vulkan da hinten ansehen. Also die Unreal 4 Engine, die sie hier eingesetzt haben, finde ich bisher nicht sehr beeindruckend. Macht sehr viel, ist sehr schön anzusehen, auch wenn man jetzt levelt oder mal mit so einem Tier fliegt. Eine Runde. Das ist schön. Ich weiß nicht, was ihr jetzt im Stream seht, bin ich ehrlich. Dunkel. Kann ich aber jetzt gerade und ich würde dagegen machen. Und ihr seht wahrscheinlich ganz viele Tiere. Ja, wie schon gesagt, wenn ihr halt Dark and Light anfangen wollt oder wollt euch das mal anschauen, geht ruhig auf den EU Knight 59, ist glaube ich, wo wir alle zwei sind. Und wenn ihr da Fragen habt, dann beantworte ich die euch gerne im Stream. Beziehungsweise Divels ist auch im Stream, er liest mit. Und beantwortet euch die Fragen auch gerne. Er hat da wesentlich mehr Ahnung als ich. Und nur dezent mehr Spielstunden. Ich hatte es auch schon mal angesprochen, dass ich den Stream, wenn ich genug Follower habe, und es auch den Leuten Spaß macht, was ich zeige, werde ich extra noch DS für euch entwerfen oder für euch machen, dass ihr dann gerne reinkommen könnt und mir dort Fragen stellen könnt. Was jetzt? Was ist deine Energiewahl?
Aber das ist noch Zukunftsmusik, soweit bin ich noch lange nicht. Aber das soll die Reise auf alle Fälle mal hingehen. Oder Discord, mal sehen, was sich halt dann besser bewährt, das weiß ich noch nicht. Hast du zufällig in dem Sammelsorium 3 magische Scherben dabei? Leider nicht. Habe ich schon geguckt, sonst hätte ich mir Licht hergestellt. Okay. Ich habe nicht mal einen Stab dazu da, damit ich die Magiescherben ziehen kann. Den habe ich dir im Schrank gelassen. Nee, oder? Nein, du hast einen Zauberstab. Guck ja, aber da ist Blitzdings da. Zauber drauf. Ja, ich weiß. Du brauchst nur einen Baum von Handwaffen. Das reicht auch. Ohne Werkzeuge. Bin schon dabei. Ich habe erst eine. Baum, keine Sträucher. Ah, da war wieder eine. Zwei hast du schon. Tu, da unten sind ganz viele Panther. Weißt du, faulen Baum. Da kommen Magiescherben raus. Äpfel. Äpfel, Äpfel. Ich geh in Strauch hauen. Oh. Könnte ja einfach schnell was bringen, aber du bist schon eh auf dem Rückweg halt, ne? Ja. Ich muss bloß mal hier. Waren leider ein paar solche komische andere Viecher. Vielleicht zwei. Also, wenn ihr jetzt neu anfangt und sucht Magiescherben, ja, um euch Licht zu machen für einen Stream, so wie ich das jetzt machen will, Fautbüsche, keine Bäume. So, da kann man solche Zauberdings herstellen. Mach doch mal. Stell her. Ich habe nur eine Ausrede. Ist lange her, dass ich es von Hand machen muss. Ich habe doch gerade was hergestellt, oder? Ach, dies. Ja, ist gut. So. Und jetzt habe ich ein. Ich habe das zu den Zeug Lichtdings da gesagt. So, zeige ich euch warum. Ja, toll. Jetzt früh. Naja, es funkelt schön. Uhr geht übrigens die Sonne auf. Ja, die Sonne ist aufgegangen, ich habe Magiescherben gefunden. Alles richtig gemacht. Ich wollte das bloß machen, dass ihr mal seht, wie der Sonnenaufgang in Dark and Light aussieht. Also er ist nicht existent, ist er dann hell. Nein, das ist nicht richtig. Nicht? Wenn du in Richtung Sonne guckst, hast du einen fantastischen Sonnenaufgang. Und umso höher du bist, umso besser sieht er aus. Du musst nur Blickrichtung Menschen statt von da aus, wo du bist. Guck. Seht ihr eine Sonne? Egal. Nicht, dass unser Baumboden anfängt zu fliegen. Hinter den Bergen ist die Sonne, oder wo, wie gesagt, Menschenstadt. Ah, du machst das schon. Genau. Jetzt werden wir noch ein bisschen Bäume schubsen, Leute. Und Steine.
ist wirklich gar nichts mehr da, ne? Nicht mehr irgendwie eine Brücke oder sowas, gar nichts. Ich war auch tauchen, also auch die Fundamente, alles ist weg. Und nicht mal, ich habe erst gedacht, hat einer abgerissen, dann hätte ich im Rest stehen, das ist gar nichts. Ich kann mir nur vorstellen, Server-Eingriff, weil warum sollte ein Spieler das machen, vor allem jetzt, wo wir diese Downtimes auf Abriss haben, dass wir nicht abreißen dürfen, in Anführungszeichen. Dürfen schon, aber dann fällt das auf. Sehr schön. So, damit ist es auch wieder erledigt. Jetzt nehmen wir, machen wir hier unser Vieh wieder leer. Der ist schon weg. Ich sehe das gerade in deinem Stream, oder jetzt fällt es mir erstmal richtig auf. Du hast die Shitbox da ja rechts auch drin liegen, ne? Was für eine Box? Die Shitbox. Ja, genau. Musst du die haben? Nö, finde ich halt. Also ich habe die auf dem zweiten Monitor, ich sehe die nicht so wie du. Also ich sehe das Spiel halt normal. Weil wir, die zugucken, können uns ja den Chat seitlich extra öffnen. Wir brauchen also nicht die Chatbox, die du da anhast, oder ist ein anderer Chat? Nee, das ist der gleiche Chat, aber es gibt Leute, die haben es halt im Vollbild. Und ich glaube, darum macht man das. Also wenn es den Leuten nicht gefällt, dann einfach mal ja, verstanden. In den Chat reinschreiben und dann nehme ich die raus. Das ist ein Klick. Nee, ich hab's schon verstanden. Nicht jeder hat zwei Monitore und genau. Oder guckt das Spiel im Vollbild, dann ist die Chatbox natürlich in besser. Naja, gut, Vollbild. Das wird aber ein fetter Blaubeerkuchen, das ist eine Idee. Du hast gesagt, ich soll ihn behalten. Hab ich schon gesagt, dass unsere Ladeschränke voll sind? Dann stelle ich das Bahamut und mich dann mal so an der Seite und du kannst das hier rausnehmen. Ich glaube, ich muss jetzt auch hier damit aufhören, weil es ganz einfach. Ah, es wird. Wie viel Gewicht hat der hier? 500? Ne, dann eine kleine Runde kommt noch. Sagst du mal zu meinem Sonnenuntergang als Hintergrundbild? Ist auch hübsch, aber das mit dem Schloss vom West gefiel mir auch. Weil, ja gut, das ist jetzt für ein anderes Spiel, ne? Ja, na gut, das Bild habe ich selber geschossen mit meiner Kamera. Und da habe ich mir gedacht, okay, probier's halt mal. Wo könnte man ja, warte mal. Okay, zack. Kannst du irgendwann mal von der Menschenstadt gucken, ob ein schönes Screening gemacht kriegst oder. Das kann ich machen. Oder von unserer kleinen Stadt. Wenn das dann fertig ist, mache ich das auch gerne. Oh, das würde noch ein bisschen dauern. Nehmen wir ganz kurz auf. Also, ist jetzt zwar wirklich ein anderes Spiel, aber es macht nichts. Sieht halt einfach schöner aus, so. In der Art und Weise. So.
Zack, wir haben jetzt auf alle Fälle genug. Das heißt, ich schwinge mich jetzt hier wieder auf den Windreiter. Und wir fliegen ganz langsam zurück. Da ist er. Jaha, wippie. Ich habe doch nicht alles geschafft. Das heißt, nicht alles geschafft. Naja, ich fliege doch etwas langsamer als gewollt zurück. Das kenne ich. Aber dann will man auch partout nichts rausschmeißen, ne? Nee, ich brauche ja die Blaubeeren. Selbstverständlich. Das sind plus die. Z Oh. Ich habe übrigens zwei Schränke jetzt leer. Nein, ein. Der Schrank 2 ist leer. Hab mitgekriegt? Ja, ich habe Ja. gerade ein anderes Problem. Barmut im Wasser? Haltest du mit dem Barmut? Sind das Fische und Krokodile und so? Okay. Ich weiß auch nicht, wie das da reingefallen ist. Glückspilz. Bestimmt eine hohe Welle. Stimmt, also. So. Komm mit, mein Barmut, wir gehen wieder raus. Sehr schön. So, fertig. Kommt das wieder raus? Ja. So, jetzt hat das Barmut was, jetzt hat der Windreiter was zu essen. Ich habe ein bisschen Fleisch organisiert und jetzt fliegen wir halt wieder zurück. Ich weiß immer nicht, warum ich so langsam bin, aber ich gucke jetzt nicht nochmal nach. Ich habe das Inventar geöffnet und dabei ist halt das Barmut einmal flöten gegangen. Quasi. Ist passiert. Nö, das stimmt. Ist halt so. Genau, ist halt so. Wir werden jetzt den ganzen Biberbo noch ausladen. Und dann werde ich wahrscheinlich langsam Feierabend machen dürfen, weil ich darf nämlich. What time is it? 22 Uhr und 48, ja. Ich darf nämlich um 6 wieder raus.
Und ich habe euch versprochen, dass ich ungefähr eine Stunde noch Dark and Light streame. Die Stunde habe ich jetzt erreicht. Morgen fangen wir wieder mit Blesser Online an. Und mal gucken, ab 20 Uhr, wie es da steht. Und mal gucken, wie lang, ob auch bis 22 Uhr oder 23 Uhr. Und eventuell danach noch irgendein anderes Spiel. Und Daivils und ich überlegen uns mal was, wie wir euch vielleicht so einen Start zeigen können. Also. Wenn er das möchte, natürlich nur. Können wir gerne mal machen. Ich freue mich dann schon auf die neuen Spiele, die dann irgendwann kommen. Tschüss. Das würde ich lassen, du komischer Greif. Naja, hat nicht gehört. Und Baran hat ihn einfach gekillt. Übrigens, ein Greif war eins der ersten Vögel, also ersten Flugtiere, die ich mir getamt habe. Da war ich auch richtig stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Die meisten beginnen ja mit diesem sogenannten V-Rock, zwei Köpfen dem, weil der am leichtesten ist und weil er nicht angreift. Er Genau. greift natürlich an. Aber es ist schon ein Erlebnis, wenn man das erste Mal fliegen darf. Das ist richtig. Also ich habe es halt mit, ich habe gleich mit dem Greif habe ich angefangen. Er hat den mir gleich im V gesponsert und ich habe mir dann irgendwie einen Greif organisiert. Den habe ich in meine selbstgebaute Hütte gebracht und ja, habe mich so gekonnt angestellt, also wirklich war alles geplant und auf einmal lag er da. Ein Bär, war das das mit dem Bär? Nee, das mit dem Bär war. Nee, das war das. Was mit dem Bär? Ich gar nicht. So, hier ist es, glaube ich, zu. Sehr schön. Sehr schön. Oh, ich sehe ein offenes Tor. Geht schon, nee, oder? War ich das? Ach nee, du hast es nur offen gelassen. Ist nicht schlimm. Das Ich habe bin ich ja drin. aufgemacht, damit ich reinfliegen kann. Ist das ein Fernauslöser? Oder? Ja, es ist aber so ein Garagentüröffner, so boop. Nein. Mal davon abgesehen, dass wir im Moment die Einzigen hier auf dem Server sind und glaube es, sich keiner traut, hier im Renderbereich zu fliegen, weil er die Warnung hört, haben wir da kein Problem. Richtig. Aber wir müssen, ich sollte es trotzdem zumachen. Weil man hat ja von der Mama gelernt, verschließt die Tür. Wir haben keine Säcke vor den Türen. Ja, genau. Ich habe heute allerdings auch alle Türme nochmal aufgefüllt, alle gefüttert, bin alle Stationen abgeflogen, auch nochmal alles aufgefüllt. Okay. Ah, fuck. Ja. Kommst jetzt mit knapp 10.000 Kilo zurück? Finde ich richtig gut. Oh, hat einer seine Ausdauer verloren. Ah, okay. Bist du gleich der Falltest? Gleich ab. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Wenn du während des Fluges merkst, du stürzt ab, das Tier ist bei dir im Follow, dein Vogel. Brauchst du nur kurz aufsitzen, ne? Ja, alles gut. Ich habe das Bahamut wieder geholt. Man kann ja mal Tiere durch die Gegend schmeißen. Auch hier ist übrigens auch ein schöner Berg mit Eisen. Aber ja, den habe ich jetzt weggelassen, weil dort, wo ich hinfliege an diesem Berg, ist halt wirklich so viel, dass man das nicht muss. Quasi. Ja, es
so die ersten Stationen, die ich auch immer angeflogen bin. Es gibt also tatsächlich Stellen, wo exorbitant mehr liegt auf einen Schlag. Ja. Dummdi-dumm. Ich war müde. Zum Bettchen bringen. Also hört schon so Geräusche, so bling. Das heißt, wir kommen jetzt in einen Bereich, ja, wo so eine kleine, klitzekleine Burg ist. Du kannst ja mal, wenn es anfängt zu rennen, einfach mal in der Luft stehen bleiben, bis du mehr siehst. Weil du siehst ja sonst nur den Außenwall. Ich habe heute noch ein bisschen am Aufbau oben drauf gearbeitet. Mhm. Blaue ein bisschen eingerissen. Blaue sind übrigens Hilfestrukturen, die man billig erzeugen kann, um zu schauen, ob das, was man bauen möchte, überhaupt möglich ist. Um es dann mit teurem Material auszubauen. Du siehst auch noch die ganzen Holzstrukturen, wo ich drauf rumlaufen musste, um sie bauen zu können. Aber der obere Aufbau nimmt langsam Gestalt. Das hat er sehr schön gemacht, muss man mal offen und ehrlich sagen. Draußen hier absteigen, ich mach Tür zu. Nee, ich war Jetzt kommt eigentlich das, was auch immer sehr ja, lustig ist. Ich muss die Tiere abstellen. Ich wollte den erst klar machen. Ach so. Musst du nicht unbedingt, wenn du eine Haie willst, mach ruhig. Ich bin dir sehr dankbar, dass du so viel Gas gegeben hast heute. Ach ja, so viel ist das doch nicht. So. Open. Ja, mein Werk für heute ist getan. Ich werde jetzt auch gleich ausloggen. Ich wollte nur noch mal gucken, wie weit die niedrig sind und so. Genau. Aber erstmal werde ich ja die Blaubeeren wegschaffen. Das wäre vielleicht ein guter Rat. Essen, 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 essen. Blaubeeren, hier, ich habe Blaubeeren gefunden. Nimm mal hier aus dem Brot und das Essen brauche ich lassen. So, jetzt schmeißen wir einfach alle Blaubeeren rüber, die ich habe. Ja.
glaube, die anderen habe ich schon mit der Gott. Danke. Okay. Also ich bin jetzt gleich bei 1000 Blaubeeren, die ich übertragen habe. Ja, da haben die Pflanzen Fresser. Reicht so für einen Tag. Schatz. Hm. 2000? Du hast gesagt, du hast einen großen Kühlschrank. Der ist groß genug, glaube ich. Wenn nicht hier vorne sind. Ja, das wird ein verdammt großer Blaubeerkuchen. Aber Blaubeeren sind ja auch so kleine Dinge. Ja. Achso, apropos Blaubeeren, ich werde es hier einfach mal kurz euch noch was anderes zeigen, was ich auch sehr angenehm finde. Ich nehme mir mal so großen Stack Blaubeeren. Obwohl ich glaube, es Bahamut ist noch ein bisschen Blaubeeren drin. Nö. Nö? Aber der sitzt direkt am Trog, also. So, also waren 4500 Blaubeeren und jetzt gehe ich essen. Und zwar mit Blaubeeren. Die kann man nicht auch selber essen. Da gibt es ja so einen schönen Tisch. Da zieht man die einfach rein und sagt Mahlzeit genießen. Da isst man die alle mit einmal. Und er hält keinen Buff mehr. Na gut. Ja, vor allen Dingen deckt sich der Tisch doch schön, wenn man rein. Ja, Tischlein deckt dich. Ja. Hier sind irgendwie Rezepte drin. Hier sind Rüstung drin. Der ist leer. Zweier müsste leer sein. So, und die Äpfel schmeißen wir gleich im Futtertrog. Barmut habe ich leer gemacht schon. Okay, komplett leer? Gut. Mhm. Man kann es auch da am Trog stehen lassen. Stört dann. So, dann nehmen wir hier noch einen dicken. Er hat ja auch nochmal 4000 Zeug drin.
Der einzige Nachteil des Windreiters ist halt diese riesengroßen Flügel und alles ist schon sehr, ja, manchmal problematisch, wenn man da irgendwas machen will. Ach, man muss nur groß genug bauen, dann hat er auch Platz. Platz hat er. Platz hat er. Das stimmt. So, das So, war's. das Also, alles entladen. ich bin schon am Verteilen. Great job. Super. So, auch alles gut. Alles reingekriegt hier in den Einschrank? Ja. Ja. Was doch nicht so Doch viel. nicht so viel. Das ist schon. Das sagst du, ob das was hin muss und ich komme mal mit. Gut. So. Warte mal. Ich glaube, ich habe mich hier maßlos überladen. Was hast du denn in der Tasche? Holzsteine kommen Holzsteine kommen. und ein bisschen Eisen. Der Arbeitsbereich, wo ich mich immer aufhalte, wo ich mich jetzt daraufhin bewege. Wir machen ein Duell. Wer ist zuerst im Arbeitsbereich? Mit unserer Klampfe. Von rechts an siehst du die Schränke schon. Jetzt stehst du zum Beispiel beim Steinschrank. Okay. Nein! Du hast was kaputt gemacht. Ja, muss ich mal schnell aufheben. Was denn? Die halten auch nichts aus, die Holzkisten. Ich hab's bloß gehört zu klirren. Es war nur die Kiste mit unserem Gold. Ach, also die kleine Kiste. Weißt du, ich bin ja auf Scheibe. Das ist ja nicht das erste Mal, dass mir das passiert. So, Garn, Garn. Deswegen. Hast du Ich will nämlich mal immer schnell welche jetzt mit? noch welche mit. Nein, ach so, krumm hingestellt. Oder oh, wäre das wieder. Wo ist Eisen? Eisen, ja. Erz ist unten in der Kiste Mitte. Also links fängt an eigentlich. Links ist Kupfer, Eisen und dann Mithril. Die unteren sind Erze, die anderen sind Barren. Da kannst du dann ein bisschen Kannst du dann ein bisschen arbeiten, so eine arbeiten? Stunde, Stunde. dann ist das dann wieder weg. Nee. Nur ein bisschen geht damit schon. Na gut, die Erze müssen eh erstmal wieder verhüttet werden, aber schon coole Sache. Aufpassen nicht, dass ich noch so erdrossle, weißt du? Oder erstecher. So, da haben wir wieder Holz. Steine. Ach, der Schrank ist leer. Gut, super. Okay, da kannst du ein bisschen was machen. Ich hatte Mikro auf. Ja, ich hab den leer gemacht.
Kupfer, sagtest du, brauchst du, ja? Mithril und Kupfer, ja, das wäre auch schön. Gut, müssen wir das nächste Mal eine Runde Mithril und Kupfer holen. Zeig dir dann mal die beiden Stellen, die wirklich interessant sind. Ja. Vor allem das Kupfer, das ist sehr interessant, weil das nicht so weit ist. Das ist in der Nähe von dem Stall der Zwerge. Was macht der Feuerfürst hier überhaupt? Gar nicht. Der steht da nur rum, weil ich alle Elementare hochgeholt hatte. Ach so. Wenn du die vollpackst mit ab 10 Magiescherben, fangen die an zu produzieren. Was produzieren die? Dann die Steine alle. Ne? Der Feuerfürst macht diese Dunkelsteine, Wasserelement, Wasserkerne, nicht Steine. Deswegen hatte ich ja mal für Licht diese 10 Lichtelementare geholt. Weil das benutzt wird, um unsere Abwehr aufzubauen. Hm. 1000. Ich finde ja, das rennt ja so geil. Das gefällt mir. Gefällt mir. 13.000 Steine. Oh! Tü, 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 tü. Da war ein Kühlschrank im Follow. Das ist ja gemein. Nur mal so, um eine Zahl zu nennen. Mit 13.000 Steinen, die du jetzt tapfer gesammelt hast, was eine ungeheure Menge ist, wäre man aber tatsächlich nur in der Lage, zwei Tore mit Rahmen zu bauen aus Herrenhaus. Plus drei Wände. Ja. Also ist es ein Wahnsinn, was da an Material verbraten wird. So, der eine Kühlschrank ist jetzt ein bisschen außermittig. Ja, ich bin auch schon am Vorbereiten. Ich habe auch schon Futter gebaut. Ich möchte gucken, wenn demnächst mal irgendwo ein 120er rumrennt. Ich gerne mit dem delikaten Futter 120er Rendier themen, weil es dann mehr tragen kann. Na gut, das kannst du halt auch in dem Fall gut mit so einem Sandburst machen oder beziehungsweise mit Greifen. Imperi greift, das macht sie halt nicht schlecht. Ja, jedes Mal, wenn ich über die Eisberge fliege, schaue ich nach, ob für Rendiere da sind, Alpinodiere. Wenn kleine da sind, kill ich sie sofort, damit neue spawnen. Unseres ist schon gut. Was war meinst du? Und du packst dich selber alles, also alles selber auf dir, kannst du dich so eben noch bewegen. Ja, ne, wir hatten doch zwei, da habe ich auch eins getämt, ne? Wir hatten drei, ist aber das letzte, was da ist. Okay, aber von meinen hat man doch die Seele auch gezogen. Jo, ich habe unten, du bist ja jetzt gerade unten, ich habe zwei Pools. In einem Pool sind alle Steine, von denen ich weiß, die Tiere leben nicht, die könnte man wiederbeleben. Okay. Ich weiß nur nicht, ob da jetzt ein Albino-Dier bei ist, aber auch an unseren Hauptschränken muss ich mal wirklich durchgehen, weil ich weiß, der ein oder andere Panda ist mal gestorben, das ein oder andere Pferd ist mal gestorben, also man muss wirklich alles mal ausprobieren. Ja gut, aber das passiert halt. Das mache ich dann, wenn ich mal ganz viel Lust habe. Also nie. Ist ja nicht so, dass wir keine Tiere haben, ne? Nee. So, ihr Lieben, so, aber ich gehe jetzt hoch, mich wieder oben auslocken, in dem Futterdruck. Türen sind zu. Schau dir mal die Betten an. Fällt dir was auf? Gibt es unterschiedlich große, ja.
Die großen sind groß, wenn man sie neu aufbaut und unbenutzt. Okay. Und sobald sie dann zum Ende gehen, dass man sie abbrechen muss, weil sie kann ja im Moment nicht repariert werden, werden sie auf einmal so Schrumpfbetten, Kinderbetten. Sehr cool. Für Zwerge. Sehr schön. So. Ja, genau, das Ding habe ich da umgehangen. Habe ich gesehen. Da warten nicht im Weg, weißt du. Aber ich werde noch an diesem Stehleuchten, wo man auch Knochen drin verbrennen kann, so wie da links, werde ich noch ein, zwei mehr hinstellen, wenn ich das einmal baue. Weil wir haben so einen Überschuss an Knochen und brauchen das Holz ja nicht verwursten. Aber die Knochen brennen ja auch tagelang. Richtig. Richtig. Gibt schon viel zu Gibt schon bauen und viel zu schönes bauen. Zeug zu bauen. So. Die Wandlampe habe ich auch probiert, da geht leider kein Knochen rein. Ne? Das war, Strom. glaube ich, nur die Das war, glaube Stehlampe. ich, die War Stehlampe. das? Ja, schade, wäre auch schön gewesen mit den Wandlampen. Das stimmt. Das stimmt. So, Schränke sind leer, sagst du, ne? Tiere sind leer. So, dann vielen Dank an euch, die bis jetzt aktiv zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Mal was anderes heute, mal eine Runde Dark and Light und Bless Online in Kombination. Wir sehen uns morgen, wie unten beschrieben, ab 20 Uhr wieder. Es müsste auch jetzt gleich ein Countdown laufen. Also, ich freue mich auf euch. Danke für alle, die bis jetzt aktiv mit zugeschaut haben. Wir sehen uns, wie schon gesagt, morgen. Danke und haut rein. Ciao.